Daheim, glaubst du das? Seit 11 ist sein Dienst aus, Nobart. Der kann was erleben. Und die da drüben auch, mit ihrem dämmischen Gockel. Ja. Ach, Hieronymus, jetzt sei halt stark. So musst du doch auch nicht wieder blären. Hast du es nicht gehört? Die Giftspritzen da drüben. Ein Hals willst du umdrehen. Ja, da drei schon ihre hier ein Hals um. Die soll sich mal ein Beispiel nehmen an meine drei Madeln. Die schlafen da drin und hören und sehen nichts mehr. Hieronymus, jetzt gib halt eine Ruhe. Herrschaft, bist du ein seltsames Viech. Dass jetzt du nachts um 12 Uhr ran musst und nicht in der Früh um 6 Uhr. Wie jeder normale Gockel. Du, jetzt weiß ich nicht, war das schon gerade oder nicht? Ich glaub schon, dass ich was gehört hab. Du aber, dann geht er heute ein bisschen nach. Sonst gerade doch immer kurz vor 12. Ist schon so spät. Tja. Dann sei nur ganz stark. Nicht, dass die Mutter was hört. Meine Mutter hätte auch keine Freude, wenn sie uns erwischen darf. Aber ich hab einen erwischt. Sei stark, nicht so. Und morgen sag ich der Mutter, dass du jede Nacht mit dem Hannes so spät heimkommst. Du sagst gar nichts, untersteh dich. Und jetzt tust du deinen Kopf da rein. Für solche Sachen bist du noch viel zu jung. Ich bin für überhaupt nichts zu jung. Auf alle Fälle zu geschwätzig. Und ich sag's doch der Mutter. Sag mal, du hast jetzt die Zunge rausgestreckt. Die ist im Stand und tratscht. Und dann ist aus. Die Steffi war gewiss nicht wach gewesen. Wenn der Hieronymus nicht schon grad hätte. Geh, jetzt hab doch nicht immer so Angst, hm? So, und jetzt? Jetzt krieg ich noch einen Nachtbussel. Jetzt ist da kommt wer. Das wird gewiss der Nachtwächter sein. Geschwind, dahinter! Mit deinen genagelten Schuhen. Nicht, dass die Mutter aufwacht. Ja, ja. Dann sag ich einfach, ich hab dich dienstlich vernehmen müssen. Ja, mitten in der Nacht? Mhm. Wie war's denn nachher? Weil du einer Amtsperson gegenüber den gebührenden Respekt hast vermissen lassen. Gehst du ein Schmarrn. Du brichst dir noch deine Zunge ab nach zum Zweifeln. Das ist Amtsdeutsch, verstehst? Ich versteh nur, dass du ein ganz aufblasener Kasperl bist, oh. Du Herr Amtsdeutsch. Jetzt muss ich aber gehen. Steffi aufwacht, dann gibt's ein Ärger. Mhm. Die Steffi ist schon wach. Vor einer die Turtel da draußen. Hau weh. Ein Schand ist das, wie es da draußen zugeht. Pfui Teufel. Du bist ja bloß neidisch, weil du selber noch keinen hast. Und der Mutter, wenn du einen Ton sagst, dann kratze dir deine Augen aus. Trutschen, du merkst. Ja, also, ich geh dann besser wieder. Ja, gute Nacht, Jackel. Kommst du morgen wieder? Freilich komm ich morgen und übermorgen auch, wo ich doch nur noch diese Woche Nachtdienst hab. Mahlzeit! Du, also wegen denen zwei hätten wir uns nicht verstecken brauchen. Wir sind in derselben Mission unterwegs wie wir zwei. Jetzt hast du mich vielleicht ganz schön gerissen, du Lapp. Oh, Vorsicht, gell? Yes, das Toni, du bist auch noch auf. Ja, du bist schon gut. Wo ich doch ein ganzes Jahr älter bin wie du. Ich sitze vielleicht einmal in Ruhe da draußen, dass ein anständiger Mensch schlafen kann.
Schlafen können wir noch unser ganzes Leben. Ich glaub, derer müssen wir ein Versöhnungsgeschenk kaufen. Entspann dich bloß wieder, Schwester. Braucht ja gar nicht zu schimpfen. Morgen sagt es dann. Und das stimmt. Jede Nacht pussiert sie da draußen vor dem Haus rum. Wo doch die Mutter den Hannes nicht aufstehen kann. Du, jetzt holst du endlich einmal dein Backen. Wir sind müde und wir gehen jetzt schlafen. Ach, jetzt plötzlich? Mhm. Und ich sag's doch der Mutter. Geh ruf mir noch ein Buckel runter. Ja, also, ich geh dann besser wieder. Ja, ich auch. Ja, was ist denn da noch für ein Volksauf nach in der Nacht? Anständige Leute schlafen um die Zeit. Ach, da schau her, die Kraut muss er dirndeln, hä? Ja, der meinige ist auch dabei. So was. Aber, Vater, verrat uns fein nicht, hä? Ja, ja. Bitte schön, Gürtel, sag nix. Wo doch die Mutter keine Ahnung nicht hat. Hey, wo wäre ich denn? Ich war doch auch einmal jung. Aber jetzt marsch, ab in die Betten mit euch jungen Gemüse. Dankeschön, Gürtel. Das vergessen wir ja nicht. Ja, und du schaust auch, dass du verschwindest. Du Taschen-Casanova bei der Nacht. Ja, bin schon weg, Vater. Und geh. Ja, ja. Na, und du, Wurmfeiler Jakobus, im Dienst, hä? So was. Ich war geradezu dienstlich unterwegs. Du, dienstlich ist in der Nacht nur einer unterwegs, das ist der Nachtwächter. Und der bin ich. Ich bin rein zufällig vorbeikommen. Ja, ja, und rein zufällig ist dann die Rose da gestanden, gell? Ja, gerade so war's. Alle. Weißt du, weil nämlich gerade der Hieronymus geredet hat. Aha. Ja, und da hat's halt nachgeschaut. Ob nicht der Jachl auch gerade geredet hat. Ja, nein. Gürgel, ich sag's nix. Ich weiß schon, dass ich im Dienst keine Abstecher machen dürfte. Also gut, verschwind. Aber geht es, sag ich dir, wenn er dich noch mal erwischt bei deinen Abstecher, dann mach ich Meldung. Gürgel, das, wenn du machst, dann bin ich mein Sterndl los. Ja, lass mich doch ausreden. Dann mach ich Meldung bei der Krautmoserin. Und das ist viel schlimmer. Bazi, mir so einen Schrecken einjagen. Ja. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Ja, ja, mein Lieber. Lausbuben sind's schon, gell? Naja, aber jung sind's halt auch. Und das ist das Schönste, was das Leben zu bieten hat. Die Jugend. Und mein Alte, meine, schlaft. Weil sonst war's schon lang da. Da könnt ihr's eigentlich riskieren, dass ich mit der Krautmoserin noch ein bisschen reiz. Krautmoserin? Die hat so einen leichten Schlaf. Und die war gerade in Stimmung. Jetzt. Ah, was ist denn? Kann er so noch nicht schlafen. Was passiert? Ah, du bist das. Ja. Ja, sag einmal, hast denn du nichts Besseres da, als mich mitten in der Nacht aus dem Bett zu reißen? Okay. Dein Dienst ist doch schon längst rum. Komm, reiz mir ein bisschen. Ach so. Na, du hast doch so noch nicht geschlafen, oder? Mei. Bist denn du ganz narrisch geworden, ha? Reiß mich mitten in der Nacht aus dem Bett, damit ich ratschen kann. Dein Anna, wenn uns sieht, die bult sich wunder was ein. Ich geh wieder in mein Bett. Okay, jetzt sei nicht fad. Ein Viertelstündel bloß. Weißt, ich war grad so in Stimmung. Aber ich nicht. Wenn du in Stimmung bist, dann gehst du heim, wo du hingehörst. Du, ich am Schauko, in Stimmung war er. Sag mal, was ist denn das für ein Palaver da draußen? Oh, Deckung. Ach du Schein. Ja, das ist ja mein Gürgel. Auwe. Hat ihm schon. Sag mal, magst du nicht reingehen und in dein Bett fahren? Seit zwei Stunden bist du überfällig und da hat er nichts Besseres zu tun, als mit der da über einen verrückten Gockel zu unterhalten. Du, pass mal auf, der ist nicht verrückt, gell? Ja. Du, gerade über den Gockel haben wir geredet, ja. Aha. Ja, weil ich hab ja gesagt, dass das eine nächtliche Ruhestörung ist. Ja. Du bist auch eine nächtliche Ruhestörung, wenn's jetzt nicht gleich reingehst. Da, was hab ich da gesagt? Alter Depp. Zeit wär's mir lieber, dass du in Pension gehst. Aber und deine nächtlichen Unterhaltungen, die gewohne ich dir schon auch noch ab. Und morgen, mein Lieber, bis zum Schlag ein wieder warm, wenn dein Dienst aus ist. Rei da. Aber da sag einmal. Rei da. Du bist ja schlimmer wie der Hieronymus. Rei da. Am Buckel steigt man auf. In Pension geh ich, wann ich will. Und außerdem bin ich noch nicht müde.
Freilich. Warst rechtzeitig ins Bett gegangen oder warst jetzt mit? Ja, das ist weibliche Logik. Nein, aber er muss am Mitarbeiter noch Volksreden halten, wenn dieser damische Gockel nicht schon gelangert hat. Du, dieser damische Gockel mit seinem Kikeriki, der ist mir immer noch lieber als du mit deinem Gekacker. Das schaut ja kein Mensch nicht aus. So, und jetzt gehst rein, machst das Licht aus und schlafst. Ja. Wann ich schlaf, mein Lieber, das ist meine Sache. Und wann ich das Licht ausmach, auch. Zwing deine Hähne. Jetzt schau, dass deiner geht. Ja, wegen derer will ich immer mein Amt als Nachtwächter aufgeben. Ich doch gar mir nicht. Stadt bist! Selber Stadt! So, Martin, jetzt geht's raus. Holt mal die Bank und den Tisch hinterm Haus vor. Froni, schick dich, dass du da zum Frühstücken kommst. Sag einmal, dass das Madl jetzt nie aus den Federn kommt. Da brauchst du nicht wundern, dass die zwei mir jetzt sind. Pass auf, was sagst du? Hey, pass doch auf! Oh. Wenn du schon siehst, dass ich einen Kaffee in der Hand hab. So, aber jetzt langt's mir. Die ist schon längst fällig gewesen. Ach. Warum schmierst du jetzt mir eine? Sagt's einmal, gehört sie denn das, dass sie heiratsfähige Madeln prügeln wie die Lausbuben, ha? Du hast mir eine geschmiert, die der Rosi gehört hat. Ich hab's nur weitergegeben. Die hat mich geschubst. Ich! Geh so ein Schmarrn. Holt jetzt einmal die Bank hinterm Haus her und dann hockt's euch hin und dann mag ich keinen Muxer mehr hören. Aber Mutter, ich muss dir was sagen. Ganz dringend. Psst. Was hast denn du schon groß zum Sagen, ha? Hast nicht gehört, was die Mutter gesagt hat? Start so ist Zeit. Ihr seid ja so ausgeschaut, alle miteinander. Alle geht's auf mich los, wo ich doch überhaupt nichts dafür kann. Aber das sollt ihr mir büßen. Du bleibst da und trinkst deinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Ich mag überhaupt nie mehr was. Die Mutter, lass doch. Die ist halt jetzt gerade in einem schwierigen Alter. Ja, ja. Das ist ein ganz ein schwieriges Alter. Das hab ich neulich wo gelesen. Und du liest nicht so unanständige Bücher, die ich nicht verstehe, gell? Euer Vater selig, der hätte euch schon austrieben, so in die Bücher zum Lesen. Aber Mutter, das ist ein rein wissenschaftliches Buch. Gell, Rosi? Ja, rein wissenschaftlich. Ja, und auf dem Umschlag von dem rein wissenschaftlichen Buch steht die Liebeslaube im Tannengrund. Halt's mal, Hena! Au! Du schmeißt nicht bemessen in der Gegend rum, gell? Und die Liebeslaube im Tannengrund, die werden wir mal ganz genau anschauen. Guten Morgen beieinander. Guten Morgen. Ja, bei euch geht's ja schon recht munter zu. Es ist ja direkt frei zum Zuschauen. Wir sind aber da nicht im Theater. Und wenn, dann müsstest du Eintritt zahlen für dein dummes Geschau, gell? Also, heute bist du wieder charmant, Graubmoserin. Ja, und das Fräulein Froni schaut schon zuckrig aus. Ganz rote Backerl hat schon. Depp! Ja. Also, eine freundliche Familie seid ihr schon alle miteinander. Besonders euer Gockel, der Hieronymus. Der hat's ja heute Nacht wieder kreuzwichtig gehabt. Aber naja. Liebe Graubmoserin, jetzt musst du schon entschuldigen. Aber ich hab von höchster Stelle den Auftrag, dass jetzt wegen einem Gockel Anzeige erstatt. Wegen täglicher, nächtlich wiederkehrender Ruhestörung. Also das, wenn's du hast, dann. Was dann? Ja, Fräulein Froni, was dann? Das darf mich jetzt schon sehr interessieren, was diese Drohung bedeuten soll. Ja, das darf mich auch interessieren. Lass ihm doch seine Anzeige machen. Geht er sowieso alles bloß von der Alten aus. Ah, und geh ich recht in der Annahme, dass du da mit der Alten meine Mutter meinst? Sehr richtig. Ja. Und jetzt mag ich in Ruhe meinen Kaffee trinken. Ja, sag einmal, jetzt ist der noch da. Du solltest schon längst beim Gendarm sein. So, hier ist das Graubmoserin. Naja, also dann nichts für ungut. Aber ich meine mal einen Gockel, den geht's jetzt bald an Kram. So oder so. Ja. Ja, Mutter. Graubmoserin. Das Maß ist voll. Ich hab lang genug Geduld gehabt, das kannst du nicht sagen. Ich sag sowieso nichts. Aber was sich das Mistviech heute Nacht wieder geleistet hat, das schlägt dem Fass den Boden aus. Um 12:07, gerade der dreimal. Ja? Um 12:03, gerade der viermal. Dann war 5 Minuten Ruhe, dass ich schon gemeint hab, jetzt kann ich schlafen. Nein. Um 12:02 gerade nochmal viermal. Was sagst du denn da? Da kann die auch nicht schlafen, wenn ich die ganze Nacht mit dem Wecker auf der Lauer liegen darf, damit ich das Kran von dem armen Gockerl nicht überhör. Von dem armen Gockerl? Weißt du, hast ja schon einen Hang zur Verniedlichung. Aber eins sag ich dir.
Ich habe alles schriftlich niedergeschrieben für den Fall einer gerichtlichen Gerichtsverhandlung, dass sie alles schwarz auf weiß vorweisen kann. Ja, dann ist ja gut, ja, wenn du alles so ganz genau weißt. Hey, Aldi, was beifest du schon wieder umeinander heraus? Grad bin ich eingeschlafen. Was rechtzeitig ins Bett gegangen, wie es ist gehört. Immer das heimi Leier. So, eins sag ich dir, gell? Am Veterinäramt meldet es auch, ja. Sie haben Gogelzeug, wenn es im ganzen Dorf gar einzige Hähner gibt. Ich meine, das arme Viech, das muss ja narrisch werden. Das ist Tierquälerei. Komisch. Was ist da komisch? Ich meine, es ist komisch, da müsst ihr ja ich Tag und Nacht dran. Jetzt. Wir unterhalten wir uns später. Die Unterhaltung kann ich mir vorstellen. Na, Ruhe's, weil ihr das noch gar nicht versteht, gell? Und du sagst deinem Alten, dass er nicht so unzüchtige Reden führt für meine Kinder. Was denn für Reden? Ja, du machst Fenster zu und halt dich da raus. So was. So, und jetzt sag ich dir noch eins. Wenn da die Justiz nicht eingreift, dann greif ich zur Selbstjustiz und trat deinem Gogel heute Nacht ein Grand um. Und zwar eigenhändig. So wahr ich die Anna Moosbrucker bin. Und so wahr ich die Krautmoser Crescentia bin. Hm? Bist dann du die Nächste, der ihr Grand umdreht. Und zwar eigenhändig und ungerupft. Hast mich? Tiefer! Preislige! Bravo, Mutter! So, Jürgi! Mach's Fenster auf! Hast du nicht was gehört? Dein Gattin ist zu ihm beleidigt worden. Ich hab nichts gehört, ich schlaf schon wieder. Das wird Folgen haben. Ja, jetzt kommt nämlich eine Beleidigungsklage auch noch dazu. Und ich krieg's heut noch. Schriftlich! Der muss das aber jetzt sauber geben. Das war jetzt ein seelisches Fußbad für mich. Dankeschön, Christins. Gute Nacht bei uns. Ja, gute Nacht am helllichten Vormittag. Dass du nur lachen kannst, Mutter. Die bringen es am Ende nur so weit, dass der Hieronymus geschlacht werden muss. Ja, dann müssen sie aber mich auch gleich mitschlachten, gell? Der Hieronymus ist das Letzte, was mir von eurem Vater Gott hab in selig blieb ist. Und den gebe ich nicht her. Der Hieronymus, ein Krongdanz da umtragen, Schlachtendanz die. Aber mein Lieber, der lebt nicht lang, der sich an dir vergreift. Also, ganz verstehe die Mutter nicht. Es ist doch immerhin nur ein Gockel. Und ein Blädern oder zu. Also, das ist ja klar, dass du so daherreden musst. Wo doch der Hannes auch gegen uns ist. Geht, das hat doch mit dem gar nichts zum Tor. Auf alle Fälle ist so ein vertrauter Gockel nicht wert, dass man sich wegen ihm mit der ganzen Nachbarschaft verfeindet. Deine Nachbarschaft kennen wir schon. Der ist sich schon nicht verfeinden damit. Abtrünnige! Ich kann meinen Hieronymus selber verteidigen. Da brauche ich niemanden dazu. Ja, dann wirst du schon sehen, dass uns dann im ganzen Dorf auslachen. Wer lacht da? Das werden wir schon sehen, wer da zuletzt lacht. Gell, Hieronymus, sag du. So, ein bisschen Spinner tut's schon, die Mutter. Ja, lass du die nur nicht mit dem Hannes erwischen. Das ist viel wichtiger. Ja, und du die nicht mit dem Jackel. Das doch alle Grünkittel so dick hat, die Mutter. Schmeißt mir eine Nudel rein, ich hab einen Hunger. Also, was da blieb beim Frühstück? Jetzt gibt's nichts mehr. Mit euch zwei falschen Katzen setz ich mich doch nimmer an einen Tisch. Ich hab schließlich einen Charakter. Und wenn ich jetzt nicht gleich einen Kaffee und eine Nudel aufs Zimmer serviert krieg, dann geh ich augenblicklich zur Mutter und pack aus. Geh, Froni, bring ihr einen Kaffee und eine große Nudel. Solang's kalt, kann's nichts reden. Also gut, ich bring's ihr. Aber bloß, dass du das weißt. Wir sind fertig mit dir. Und Geschwister doch zusammenhalten sollten. Pfui Teufel! So gut aufgelegt, Fräulein Rosi? Naja, ist ja auch kein Wunder nach dieser Nacht. Oh, erstens erschreckst mich nicht so. Und zweitens bist du mir jetzt bald zu eingebildet, gell? Ja, wenn's dir im ganzen Dorf den schönen Jacke lassen. So schön bist du auch wieder nicht. Da brauchst du wirklich nicht so viel einbilden. Ich hab's nicht nötig, dass ich mir was einbilde. Ich bin schön. Ja, schön von innen vielleicht. Ja, Spaß beiseite.
Ich glaube, ihr kriegt halt noch einen Ärger ins Haus. Ja, den haben wir schon. Und wer immer, wenn es einen Ärger gibt, geht's natürlich um ein Mannsbild. Um was für ein Mannsbild? Geh, um den Hieronymus geht's doch, oder nicht? Ja, natürlich. Nein, ich sag das. Die Moosbruckerin, die ist vielleicht in Fahrt. Hohoho, der Gemeindeschreiber kann nicht halb so schnell schreiben, wie der Ritt. Und dabei schreibt er schnell. Ja, ja, richtig. Die Klage, die wird euch heute noch zugestellt. Sie hat ein Dringlichkeitsverfahren beantragt, in dem, dass sie seit 5 Jahren keine Nacht mehr ein Auge zumacht, weil nämlich euer Gockel geisteskrank ist, infolge seines verkümmerten Liebeslebens. Seit 5 Jahren? Mhm. So ein Schmarrn. Und das hat alles die Moosbruckerin erzählt. Ja, und noch viel mehr. Also, das glaubt doch kein Mensch. Ja, weiß man's? Sie kennt sich aus in solchen Sachen. Sie sagt, das sind seine gewaltsam zurückgehaltenen Triebe, ja, die dieses arme, gepeinigte Viecherl jede Nacht in die Welt hinausblären muss. Mhm. Ja, ja, die Frau, die hat Erfahrung. Es fragt sich nur, welche Triebe zurückgehalten werden. Die von ihr oder die von ihr? Also, die spinnt, wenn's mich fragt. Ja, ob spinnt oder nicht. Euer Gockel ist ein ärgerlicher Tatbestand, der jede Nacht die Nachbarschaft aus dem Schlaf reißt. Und wenn du mich fragst, über kurz oder lang endet dieses Viecherl im Kochtopf. Jockel, ich sag dir was. Wenn du auch nur einen Finger grob machst in der Sache, nachher ist aus zwischen uns. Ja, 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 ja. Ja, aber Rosi, was soll ich denn machen? Schau, ich bin eine Amtsperson, ich habe einen Eid geleistet. Ja, mir hast auch einen Eid geleistet. Und wenn du mich lieben willst, dann darfst du den Brief verschwinden lassen, dass er nie ankommt. Ja, aber Schneckerl, mein Gott, Schneckerl, hast du vielleicht eine naive Vorstellung von der Gerichtsbarkeit? Schau, die Klage ist schriftlich festgehalten und das nicht nur einmal. Selbst wenn es der Brief verschwinden tät, was er nicht tut dann, dann nutzt er das gar nichts. Nein, der Stein ist im Rollen. Tja, dann verschwindst wenigstens du. Die Mutter hat schon recht. Ein grüner Kittel taugt nix. Du? Beleidig nicht meine Uniform. Das ist mein ganzer Stolz. Ja, das ist so das Einzige, auf was du dir was einbeuten kannst. So, und jetzt geh zu. Hey! Ja, sag mal, bist du wahnsinnig, hä? Kannst du mir noch nicht da so unter Wasser setzen? Ja, brauchst bloß weggehen. Ich hab dein eingeschrien. So, jetzt sag ich dir was. Jetzt hast du's. Jetzt kannst du warten, bis du schwarz wirst. Mich siehst du so schnell nicht mehr. Ja, hoffentlich. Was? Heirat doch dein Gockel! Und leg ein paar Eier! Also, ganz bitte! Ein Gefühle! Ja, mit wem hast denn du gerade geredet? Der Herr Jakobus Wurmpfeiler hat mir mitgeteilt, dass wir verklagt werden. Wegen unserem liebeskranken Gockel. Ja, das weiß ich schon. Aber das juckt mich nicht. Da soll sich einer trauen und Hand anlegen an mein Hieronymus. Mutter. Ein bisschen muss ich der Froni schon recht geben. Ein Gockel ist ein Gockel und bleibt ein Gockel. Das sagst du aber jetzt ganz was Neues. Ich wollte dir bloß sagen, es ist schon eine Belästigung, wenn der jede Nacht grabt. Ja. Der Mensch braucht ja schließlich seinen Schlaf. Das musst ausgerechnet du sagen, wo ihr drei mit nichts zum Machen seid. Oder hast du einen Hieronymus schon mal gehört? Na, eigentlich nicht. Na, also da brauchst du nichts reden. Und der Jockel, der soll nur kommen. So ein Wisch tut meinem Hieronymus gar nichts. Mutter, sei doch gescheit. Schau, ja, wir könnten doch den Hieronymus verkaufen. Ja, zu was braucht man denn einen Gockel? Wenn's unbedingt ein Viech willst, ja, dann kauf doch halt ein Facki. Also, jetzt hörst du aber sofort auf, gell? Du meinen Hieronymus, den stattlichsten Gockel von der ganzen Welt, gegen so ein Ferkel eintauschen? Du, und jetzt mag ich über den Hieronymus kein Wort mehr hören, gell? So, da wirst du aber schon noch einiges hören müssen, Graf Moserin. Bitte, Herr Pfeiler, überreichen Sie mal diese Anklageschrift da. Ich hab gemeint, die sieht so schnell nicht mehr. Jetzt, Mutter. Verschwind. Ja, das ist mir eh lieber. Also. Ja. Graf Moserin, die Sache ist dringlich und darum bringe ich's auch gleich selber. Was bringst du selber? Wenn du mir bitte schön das Schreiben hier unterschreiben würdest, dass du dieses Schreiben da in Empfang genommen hast. Das verzeiht er nie. Ich muss Sie dringlichst bitten, Fräulein Krautmoser, eine Amtsperson in der Öffentlichkeit nicht zu duzen. Das untergräbt die Autorität. Ihre Unterschrift, bitteschön. Verräter! Gut, ich unterschreibe. Was steht denn da drin? Ja, das musst du schon lesen.
Auf alle Fälle das, dass der Hirnverbrenz Mistviech die längste Zeit grad hat. Der wird das aber nicht lesen können. Also ist es vollkommen wurscht, was da drinnen steht. Mein Hieronymus grad trotzdem weiter, gell? Ich muss Sie dringlichst bitten, Frau Krautmoser, ein amtliches Schreiben nicht in der Lächerlichkeit zu ziehen. Das könnte Sie teuer zu stehen kommen. Und du meinst jetzt wohl, dass ich zu dir auch sie sag? Bloß weil du so geschwollen daherredst, hä? Das wäre mir schon recht, schon wegen der Autorität. Ja, da liegt schon eher mein Hieronymus Viereckerts Ei, bevor du das erlebst. Sind's doch vorsichtig, Frau Krautmoser. Eine Beleidigungsklage haben's doch schon am Hals. Ah, von derer da? Hast du das gehört, Jackel? Was? Haben Sie das gehört, Herr Wurmfeiler? Das war schon wieder eine Beleidigung. Schreiben Sie es auf. Ich bin kein der da und für die da schon gar nicht. Ja, das führt jetzt zu weit. Sie können sich auch einen Anwalt nehmen. Das steht alles da in dem Schreiben. Ich brauche keinen Anwalt. Ich schon? Gleich morgen fahre ich in die Stadt. Und dann nehmen wir den besten und den ersten Anwalt, den es überhaupt gibt. Du fährst überhaupt gegen sie. Wenn es schon keine Rühne gibt, dann gehst du rein und machst mir Millisuppen. Du pass einmal auf. Was? Ich hab jetzt andere Probleme wie dein Millisuppen. Hm. Wärst rechtzeitig in Pension gegangen, dann kannst du deine Millisuppen selber machen. Jetzt, wo endlich die Mühlen der Gerechtigkeit mahlen, da mag er eine Millisuppen. Keine Widerrede, Alte. Du gehst rein und erfüllst sofort deine ehelichen Pflichten. Ja, Anna, dann musst du natürlich sofort reingehen, gell? Alte, ich warne dich. So. Machst du mir jetzt eine Millisuppen oder nicht? Nein. Das mache ich nicht. Und jetzt habe ich mir's ganz anders überlegt. Was? Ich fahr gleich in die Stadt. Gut, dann geh zur Krautmoserin. Krautmoserin, machst mir du eine Mühlensuppen? Ja, freilich! Hey, wie lange habe ich schon nicht mehr so einen feinen Duft in der Nase gehabt? Alte, jetzt kannst du deine Millisuppe mal losschlappen. Oh. Ja, das überlebe ich nicht. Mein Alter im Nachthimmel bei der Krautmoserin. Du weißt was? Wir gehen ja gleich wieder zurück. Es gibt jetzt auch noch eine Scheidungsklage. Also, bis jetzt war alles nur ganz lustig. Aber ab sofort ist das ein Drama. Mein Gott, ich sehe schon direkt die Schlagzeile in unserem Kasplattl vor mir. Geisteskrankes Federvieh zerrüttet glückliche Ehe. Ja, Jagl, da hast du recht. Hm. Ich hab's doch gestern Nacht schon erwischt. Was du nicht sagst? Ja. Bei was? Ja, bei was wohl? Ja, ja. Beim Ratschen! Also das dürfte für eine Scheidung nicht ganz ausreichen. Nein, mein Lieber, mein Entschluss steht fest, da gibt's kein Zurück mehr. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Was zu viel ist, ist zu viel. Vom Gockel lass ich mich scheiden und mein Alter kommt in den Kochtopf. Das war ein bitterer Kaffee, mein Lieber. Mit ungeahnten Folgen. Die fünfte Nacht schlafe ich jetzt schon da hinten in dem Schuppen. Oh, je, au! Dabei hätte ich so schön in meinem warmen, weichen Bett da drüben. Da muss ich im Heim nachten, wie ein Landstreicher. So was. Oh. Ob ich es vielleicht doch noch mal probieren soll? Ja. Mehr wie die übliche Abfuhr wird's mir schon nicht erteilen. Anna? Anna Miel? Anni Popilein. Ja, Freund. Dir gib mir auch Anni Popilein. Weißt du was? Wenn du was willst, dann geh doch rüber zu deiner Krautmoserin, Ehebrecher. Okay, ich hab doch nichts gebrochen.
So was darf ich doch niemals tun. Lieber darf ich mir aufhängen, bevor ich sowas mache. Nicht? Die ist mir viel zu heilig, die Ehe. Ach, da schon her. Heilig war dir die Ehe. Und drum bist du im Nachthimmel mit nichts drüber und nichts drunter zu einer anderen. Aber okay. Das ist ehewidrig. Und es langt allebei für eine Scheidung. Aber okay. Du kennst mich doch. Ja, gerade drum. Mein Lieber, du hast schon ein Hallo, gell? Okay, jetzt kommt's mit dem alten Schmarrn daher. Das ist doch schon 30 Jahre her. Schau, ich will mich doch nicht scheiden lassen. Und am allerwenigsten von dir. Ich wollte doch bloß was Warmes im Bauch kriegen. Und einen Durst hab ich gehabt. Und überhaupt hab ich mein Zipfelhahn aufgehabt. Ich red doch nicht so einen Schmarrn, glaubst du? So? Ich lass mich scheiden. Okay. Und überhaupt rede ich gar nichts mehr mit dir. Alles Weitere erfährst du durch meinen Anwalt. Oh. Ja, schriftlich. Sowas, hä? Aber bitte, wenn du dich unbedingt scheiden lassen willst, sollst du deinen Willen haben. Aber wenn das dein letztes Wort ist, dann sag ich dir bloß das eine. Dann schlafe ich ab sofort nicht mehr hinten im Schupfen beim Hieronymus, sondern im weichen, warmen Doppelbett bei der Crescentia Traumoser. Ja, jetzt hast du schon einen triftigen Scheidungsgrund haben. Aber denk dran, du hast es so haben. Es war dein Wille, dass ich das Lager nicht mehr mit dir teile. Ach, da schon her. Ja. Jetzt war ich auf einmal schuld. Ja. Du, wer hat das Haus verlassen, ha? Ich oder du? Ja, und warum hab ich's verlassen? Weil du mir das Leben zur Hölle gemacht hast. Keine Minute hast du mir mehr Ruhe lassen. Keine halbe Stunde hab ich nicht schlafen dürfen. Und um den Gipfel die Krone aufzusetzen, hast du dich geweigert, mir mein Essen zu machen. Na, ja. Ja, und dann geht man halt dahin, wo man was kriegt. Da, wo es ein bisschen geht. Ja, lass dich nicht aufhalten, geh halt. Ja, ja. Und wer ist schuld? Das geschupferte Luder da drüben, das blärerte. Na, aber warte, die erwische ich schon noch. Und die auch. Wow. Die ist vielleicht grantig. Aber scheiden lasse ich den hier. Da hab ich gar keine Angst. Hopfen und Malz, Gott erhalt, aber ich auch. So, ja, ist mir jetzt gerade noch abgekommen. Hinten bei der Stadt. Der alte Musketier spielt auf seiner Brustkette. Ja, bist jetzt nicht gleich stark. Bei deiner Singerei, da wird er die Kirt Mühle sauer. Das macht ja nix. Ich mag eh keine Milch. Dein lieb Franz. So was. Wie er lebt und wie er lebt. Ja. Hoppala, das ist ja unser Nachtwächter. Ja. Was sag ich, mein Jürgen? Seit wann hast denn du ein weißes Arbeitsgewand? Du, ich bin nicht im Dienst, weil es ist nicht mehr Nacht, sondern schon Nachmittag. Was? Ja. Da bist du sicher? Ja. Gerade war es noch ein Stück dunkel. Ja, und was machst du? Nix. Hier, nix. Nix halt. Ich sing und ich trink. Und wenn ich damit fertig bin, dann drehe ich es um. Dann trinke ich zuerst und sing dann. Hinter Ist schon gut. Jetzt lass einmal die Singerei weg, ausnahmsweise. Ja, bitte. Und sag mir lieber, was du machst, wenn du nüchtern bist. Schlafen. Ja, der Kofler-Bauer, der hat mich nicht mehr gebraucht. Ja. Weil ich am Tag allerweise summiert war, gell, und erst auf die Nacht so richtig wach geworden bin. Ja, und da hat er mich halt dann rausgeschmissen. Das ist ja interessant. Ja, findest du? Ja, unter Umständen schon. Möchtest denn du was arbeiten? Ja, schon. Von der Liebe allein kann ich auch nicht leben. Der Halt bleibt da. Nein, ist das auch hell. Ich muss jetzt ins Bett, damit ich auf die Nacht wieder frisch bin. Aha. Und am Abend bist du dann wieder unterwegs. Wohin? Beim Geiger. Beim Geiger fange ich mal runter an. Der hat einen guten Silberbrand. Ja. Also, vierte Jürgen. Vierte gut. Halt! Andere Richtung. Oh, Verzeihung. Was Sapratin. Letztens ist er da, wo das Häusl steckt, nur ein kleiner Schupfer gestanden. Für sowas haben sie Geld, gell? Aber dass sie mich auf eine gescheite Schule geschickt haben, das hat keiner zahlen wollen. Ja, ich empfehle mich euer Nachtwürden. Ja, ist schon gut. Für den Gott, Franz. Ja, hinter Weihnachten.
Der arme Kerl versauft auch noch sein letztes bisschen Verstand. Dem Manne muss geholfen werden. Ja, und bei heute, was mache ich mit dir? Ach, die schnappt er jetzt schon über aus lauter Sehnsucht nach mir. Die holt mich schon wieder. Ja, aber ein bisschen Hunger hätte ich jetzt. Bei der meinigen werde ich momentan nichts kriegen. Das, Krautmoserin, bist du schon wach? Ach, du bist gut. Ob ich schon wach bin, fragt er. Wo es schon gleich Nachmittag ist, hä? So spät schon. Ja. Und ich bin noch halber im Dienst. Mei, fast die ganze Nacht habe ich nichts geschlafen, gell, wegen deinem Kockel da hinten. Muss mich eh mit dem damischen Luder da im Hai umeinander drücken. Aber das sag ich dir, ich geb nicht noch. Ich nicht! Wer bin ich denn? Also, weißt du, Kirgel, so gern wie ich die hab, aber da hast du mir was reingebracht, das passt mir überhaupt nicht. So? Du, auf einmal war ich ein Scheidungsgrund und weiß gar nicht warum. Ja, weil wer kann denn auch wissen, dass das dumme Luder gleich von Scheidung redet? Bloß weil ich bei dir mal eine Tasse Kaffee getrunken hab. Ja, und dein Aufzug, den hast du wohl vergessen, hä? Okay. Ich war immerhin begleitet vom Kopf bis zu den Füßen. Was soll denn da schon passieren, oder? Ja. Nur ein Mensch mit einer ganz schmutzigen Fantasie denkt da an was anderes. Jetzt hock dich hin. Dankeschön. So schlimm wird's schon nicht werden. Im Grunde ihres Herzens hat die deine Anna doch gern, oder? Ja. Aber, weißt du, ich hab mir schon gedacht, vielleicht war's doch besser, wenn's bei der Nacht wieder heimgetatzt. Weißt du, da war's halt vielleicht so in mancher Hinsicht beruhigter. Wie meinst du jetzt das? Ja. Ach so, ja, du, da hab ich auch schon drüber nachgedacht in der letzten Zeit. Aber dass du dir Gedanken machst, wie meine Alte und ich die Nächte verbringen, das wundert mich vielleicht schon. Kennst mich halt doch noch nicht so ganz genau. Aber, Gürgel, jetzt bin ich vielleicht schon ein bisschen nervös. Okay. Ja, weil heute soll nämlich so ein Psychologe kommen wegen Hieronymus. Ja, sag mal, spinnen denn die ganz? Da brauchst du doch keinen Psychologen. Ja, brauchst doch da nicht. Das sieht doch jeder, dass das ein Gockel ist. Und hören tut man's auch. Ja. Du, die sollen diesen Psycho-Dings da lieber zu meiner Alten überschicken. Die wollen halt alles ganz genau wissen, ja. Verstehst? Ob dein Gockel nicht am Ende Anten ist. Jetzt mach ich unseren Kaffee. Ja. Und dann werden wir schon sehen, was passiert, ja. Gell? Oh mein Gott, oh so schnell kann's gehen, dass man heimatlos wird. Ha. Oh! Grüß dich, Vater! Grüß dich, Bub! Ein Gruß aus der Heimat! Hannes, kannst du nicht ein gutes Wertel für mich einlegen bei der Mutter? Nein, Vater! Hä? Also, das musst du selber in Ordnung bringen. Oh. Da mische ich mich nicht ein. Du, meinst du, dass er sich wirklich scheiden lässt? Hä? Nein, ich weiß nicht. Gut schaut's nicht aus. Hm? Ja, aber es ist ja noch nicht alles verloren. Ja, aber dann schaut's für dich und die Froni auch nicht gut aus, das weißt du schon. Ha? Obwohl, wenn ich mir das recht überlege, wenn jetzt du die Froni heiratst, dann heirat ich die Christenz. Was? Und dann sind wir wieder alle beieinander. Du ein bisschen langsam mit dem Heiraten, gell? Bis jetzt bist du noch verheiratet, wärst du das auch bleiben. Ich mag überhaupt nicht solche Redereien. Hab eh schon genug Ärger. Ach, da hast recht, Mutter. Die Mannsbrüder bringen nichts für Ärger. Ja, aber Froni, sag mir, hast du schon so schlechte Erfahrungen mit den Männern gemacht? Kommst du heute noch? Auf solche Erfahrungen kann ich verzichten. Zu dir komm ich nie mehr. Was habt ihr mir da zum Duscheln? Das passt mir vielleicht gar nicht, gell? Graubmoserin, dein Fräulein Tochter, die ist immer so unfreundlich zu mir. Einen richtigen Anstand hast du dem Magen nicht beigebracht. Du, ich zeig dir gleich einen Anstand. Mutter, ich sag's dir, diese ganze Mannsbruderwirtschaft kann mir gestohlen bleiben. Ich heirat nie. So. Und jetzt geh zur Kramerin. So, jetzt wart doch! Ich muss auch ins Dorf! Halt, was willst du die Madel noch? Du, das passt mir vielleicht gar nicht, gell? Jetzt halt mich nicht auf, Kramerin, sonst erwisch ich's nimmer. Froni! Was soll denn das heißen? Sonst erwischt du's nimmer. Für was muss denn der das Madel erwischen? Meine Grabmoserin, frag mich nicht so schwierige Sachen. Wo ich doch nüchtern bin, halb erfroren, heimatlos und ausgestoßen. Kirche, wenn du fein was weißt, was ich nicht weiß, dann weißt du schon, was passiert, gell? Ja, mein Grabmoserin, was soll mir schon passieren? Mhm. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Pah!
hast du diesen Blick gesehen? Also, mir beutelt's bis zum großen Zehen unter, das sag ich dir. Da wirst du sehen, die fahrt jetzt in Stadt zum Anwalt. Ach, das renkt sie doch alles wieder ein. Nix renkt sie ein. Gar nichts renkt sie ein. Solange der blöde Gockel da hinten keine Ruhe nicht gibt. Ach, jetzt war auf einmal mein Hieronymus schuld. Bloß weil du nicht so viel Mannsbild bist, dass deiner anderen Respekt beibringst, hä? Oh, mein Mann, Gott hab ihn selig. Der hätte sich das nicht gefallen lassen. Du lass ja mein Hieronymus in Ruhe, gell? Sonst kannst du gleich verschwinden. Ach, du weißt was, Krautmoserin. Ich gehe jetzt ins Dorf runter und melde mich sofort zum Dienst für Tag und Nacht. Da brauche ich wenigstens kein Weiberleid mehr Ski tun. Geh, hier, geh, jetzt hock dich halt wieder hin. So warst du nicht geworden. Nix da. Wenn mich schon keine mag, dann geh ich halt. Ich bin zwar ein Depp, aber ein bisschen stolz hab ich auch noch. Und meiner Alten kannst ausrichten, sie braucht sich nicht mehr scheiden lassen, weil ich die Schwelle dieses Hauses nicht mehr übertrete. Geh, Gürtel, jetzt sei doch gescheit! Nix! Man hat mich in meiner männlichen Ehre angegriffen. Betteln tue ich nicht. Ich nicht! Sie soll sich hinter die Löffel schreiben. Ich nicht! Mann, Mann, Mann! Gib dieser Kreuzerkreuz ab! Die werden doch nicht wirklich auseinandergehen und ich war auf einmal schuld! Ich kann mir den ganzen Dorf nicht mehr sehen lassen und weiß gar nicht warum! Und alles bloß zwängst den blöden Viech? Schau nicht so tappig! Sag mal lieber, was ich jetzt machen soll, wenn du die ganzen Leute durcheinander bringst. Welch ein Glück, dass ich Sie getroffen habe, Fräulein Steffi. Getroffen ist gut. Umgerannt haben Sie mich, weil Sie dauernd in der Luft rumgeschaut haben. Ja, ich habe nach Straßenbezeichnungen oder Hausnummern gesucht. Aber in diesem Dorf, da ist ja kein einziges Hinweisschild. Da ist ja gar nichts angeschlagen. Wie soll sich denn da ein Fremder zurechtfinden? Ja, mei, wir wissen, wo wir hinwollen. Und die anderen brauchen es nicht wissen. Da bin ich daheim. Ich schrei gleich der Mutter. Ja, tun Sie das, Fräulein Steffi, dann werde ich mir Ihr seltsames Federvieh mal ansehen. Mutter? Mutter, komm mal raus. Der Herr Psycho. Der Viechchen-Doktor ist da. Ja, ist er jetzt endlich da? Grüß Gott. Aber das eine sage ich Ihnen vielleicht, gell? Ein unrechtes Wörterl, wenn Sie über meinen Hieronymus verlauten lassen, dann ist aus mit der Gemütlichkeit, gell? Aber liebe Frau Krautmoser, nun seien Sie doch nicht gleich so kampfeslustig. Ihrem Hahn wird schon nichts passieren. Ich beiße ja nicht. Wenn ich mich nun vorstellen darf, Eugenius Kneifer, Dozent an der Universität der Wissenschaften für tierpsychologische Verhaltensforschung. Was für ein Psychologe? Dozent an der Universität der Wissenschaften für tierpsychologische Verhaltensforschung. Aha. Und mit dem Schmarrn verdienen Sie Ihr Geld? Die Mutter. Geh ins Haus, nein. Und Sie wollen meinen Hieronymus also sozusagen wissenschaftlich auseinandernehmen und zerlegen wie ein Brathendl? Sozusagen, aber nur wissenschaftlich, nicht wörtlich. Ja, und in das Hirn von meinem Hieronymus, da können Sie auch reinschauen. Sozusagen, ja, Sie gestatten? Ja, bitte. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erklären soll. Ja, aus bestimmten Verhaltensformen kann ich erkennen, was in dem Gehirn Ihres Hieronymus so vorgeht. Aber wenn jetzt der gar kein Hirn hat? Oder bloß ein ganzer kleines Batzel? Ja, das ist alles wissenschaftlich fundiert. Es dürfte sehr schwer sein, dies einem ungeschulten Menschen zu erklären. Soll das vielleicht heißen, dass ich blöd bin? Ja, nein, Sie verstehen mich nicht. Ja, wo ist denn nun das Tierchen? Ja, da hinten. Aber ein Federl, wenn Sie dem Hieronymus krümmen, dann... Ja, ja, ich weiß, dann werde ich Sie von Ihrer ungemütlichen Seite kennenlernen. Mhm. Ja, Ihr reizendes Fräulein Tochter hat mir schon Ähnliches zu verstehen gegeben. Mutter, ich zeig dem Herrn Kneifer, wo es hingeht. Oh ja, das wäre schön. Ja, sonst noch was, ha? Die mit einem fremden Mannsbild da hinten in dem dunklen Schupfen rumdrucken. Aber Mutter, da muss man sich ja schämen, so wie du daherredst. Nur noch schämst du. Ja, aber der Stall, der ist doch gar nicht im Dunkeln. Es ist doch taghell. Außerdem ist der Herr Kneifer ein Herr mit Anstand. Gell, Herr Kneifer?
In der Tat, Fräulein Steffi. Hm. Du gehst jetzt nein und rammst deinen Saustall auf. Ach, Schweine haben Sie auch noch? Nein, nur Töchter. Oh. Aber Mutter. Nein, da keine Widerrede. Ja, ist recht. Und Sie schlagen auch keine Wurzeln da. Aber ich weiche keine Sekunde von Ihrer Seite, gell? Na, der Simona, wenn ich einmal nicht da bin, dass Sie meinem Hieronymus den Garaus machen können. Also Sie verkennen den Grund meines Hierseins, gnädige Frau. Ich bin nicht gnädig, aber das werden Sie schon noch merken. Mutter! Mutter, wo bist du? Was ist denn schon wieder? Die Steffi ist schon wieder so ausgeschampt. Habe ich endlich ein paar in der Tour. Alle drei kriegt so eine wenig kleine Ruhe. Du bist ja bloß neidisch, weil der Herr Kneifer, ein ganz ein vornehmer und gebildeter Herr, an mir Gefallen gefunden hat. Dass ich nicht lach. Du musst schon erst einmal trocken werden hinter die Ohren, bevor die einer anschaut. Du! Das ist für ein echter Tierdoktor an der Universität. Der kann voll gescheit reden. Und heute Nacht pass ich auf. Und wenn ich die mit dem Jackel erwische, dann weckt die Mutter. Da kannst du was erleben. Kannst da wuzzeln, die blöde Gans. Wenn ich nur wüsste, was ich da auch da kann. Rosi, grüß dich. Also voll. Ist deine Mutter daheim? Ja, musst halt nachschauen. Bist du dienstlich da oder privat? Halb, halb. Zu wem willst du denn? Zu mir oder zur Mutter? Halb, halb. Was heißt das halb, halb? Entweder ganz oder gar nicht. Zu wem willst du jetzt? Jetzt sei doch nicht so kratzbürstig. Wenn Sie dienstlich da sind, Herr Jakobus Wurmfeiler, dann werde ich auch dienstlich mit Ihnen verkehren. Ich will ja Ihre Autorität in der Öffentlichkeit nicht untergraben. Ach, mein Rosi, so war doch das gar nicht gemeint. Schau, du weißt doch, dass ich in der Sache mit dem Buckel in einer fatalen Lage bin. Ja, ich muss halt meine Pflicht dem Gesetz gegenüber erfüllen. Ja, dann lass sie nicht aufhalten. Na, sag einmal, mein muss denn du so rumspritzen, ha? Meine schöne Uniform. Mei, entschuldigst schon, die schöne Uniform. Ja, pass bloß auf, dass da die Knöpfe nicht rosten. Du, ich hab dir schon einmal gesagt, du beleidigst meine Uniform nicht. So, und das sag ich dir jetzt auch noch. Wenn das so weitergeht mit uns zwei, dann kann's passieren, dass euer Hieronymus heut Nacht grupft und ohne Kopf krähen kann. Wer wird da grupft? Du pass mal auf, dass du nicht grupft wirst, gell? Was willst du denn schon wieder da? Ach, mit euch Weiberleid kann man nicht vernünftig reden. Mei, sowas hat doch die Welt noch nicht gesehen, glaubt das? Ein ganzes Dorf steht Kopf. Ehen und Liebschaften gingen auseinander und alles nur wegen einem verrückten Gucke. Von Liebschaften weiß ich nix. Aber ich. So, und ich will euch jetzt nur warnen. Lang schau ich da für nimmer zu. Lang nicht mehr. Ja, dann geh doch. Was stehst du noch rum? Rosel, wenn ich jetzt geh, dann komm ich für nimmer. Ja, das hast du schon einmal gesagt. Nie mehr. Ja, ja. Was ist denn mit euch zwei los? Gar nichts, Mutter. Nein, gar nichts, Frau Krautmoser. Da war noch nie was los und da wird auch nie mehr was los sein. Habe die Ehre, meine Damen. Oh, du kannst mich gar nicht fahren. Eigentlich bin ich doch ganz wurscht. Sag mal, was schreist denn du so? Ich schrei doch gar nicht. Ich bin die Ruhe in Person. Ach, ein Kartoffelschäl ja nimmer. Das soll die Steffi machen, das faule Drum. Sag mal, seid ihr solidarisch, Mann? Versteh überhaupt nichts mehr. Aber das eine weiß ich. Auf mein Hieronymus, da muss ich aufpassen, das hab ich schon gesehen. Ja, dann passt nur gut auf, Grabmuserin. Schaut, was ich da hab. Eine Liste mit Unterschriften von allen im Dorf, die sich in ihrer Nachtruhe von deinem Gockel gestört fühlen. Das ist nämlich eine unzumutbare Lärmbelästigung, mein Liebe, gell? Ja, ich bin nicht dein Liebe. Tja, da kommst du nicht mehr raus. Du hast die ganzen Nachbarn gegen dich. Dann werden wir schon sehen, was passiert. Ja, was wäre da schon passiert, ne? Na, boi. Der Gockel, der taugt ja nicht einmal wie ein Kragen, weil er zu alt und zach ist. Und meinem Alten riecht's aus, dass ich nur noch schriftlich mit dem Verkehr. Anna, jetzt sei doch gescheit. Ich will doch deinem Gürtel nix.
Jetzt macht's halt wieder Frieden. Ja, meinst denn du im Ernst, ich schau tatenlos zu, wie mein Alter seine Nächte mit einer anderen verbringt? Geh, was heißt denn da mit einer anderen verbringt? Du weißt ganz genau, dass er da hinten im Schupfen schlaft, weil denn du nicht mehr reinlässt. Und irgendwo muss er doch bleiben. Geh, dem sei Schnarcherei, hält er dir doch keine 5 Minuten aus. Du, ich war vorher nicht dabei, gell, wie er zu dir gekommen ist. Halbert Ozung oder auf Deutsch gesagt, halbert nackert. Und bitte, woher weißt du, dass der schnarcht? Sag einmal, Anna, hast du deinen Verstand verloren? Du kennst mich doch. Ja, leider. Also, Eifersucht macht blind. Ich soll da von deinem Alten ausrichten, dass er ab sofort Tag und Nacht Dienst macht. Auf Lebenszeit. Hä? So, er mag nämlich gar nicht mehr heim. Das heißt jetzt davon, gell? Und alles andere geht mir nichts an. Das könnt ihr miteinander ausmachen, ihr alten Deppen. Haha, dass ihr nicht lacht. Haha, ja, dann lacht. Haha. Dauer Tag- und Nachtdienst wie der Macher. Das geht doch gar nicht. Das hält sich doch auch gar nicht aus. Und ich auch nicht. Ich will doch bloß, dass der Depp endlich in Pension geht und nicht. Hab ja bloß die Tochter daheim verschlaft. Sauf ich, Miserablix! Froni, Froni, jetzt renn doch nicht so. Brauchst du ja nicht allerweil nachspringen. Ja, müssen denn jetzt wir zwei auch noch streiten, ha? Reicht nicht, dass die anderen da alle im Zwist sind? Geh, okay. Nur so einem Schmarrn kommen wir doch nicht übereinander, Froni, ha? Was die anderen machen, ist mir wurscht. Und jetzt lasst mich in Frieden, ich muss das Nachtessen machen. Schau, Froni, ich kann doch nichts dafür, dass meine Mutter sich so über den Hieronymus aufregt. Du, mich stört er gewiss nicht. Im Gegenteil, wo er doch sozusagen unsere Alarmglocke ist. Schau, wenn der Hieronymus nicht wäre, ich wüsste doch gar nicht, wann ich dir das letzte Busse geben muss. Hm? Na, wirst du mir in Zukunft nimmer brauchen. Weil es ein letztes Puzzle nicht mehr gibt. Ja, spinnst du jetzt? Du, das fragst du besser mal deine Mutter, das war gescheiter. Ja, und dir sag ich eins, heute Nacht komm ich noch einmal, ja? Aber nicht zu dir, sondern zu einem hochwohlgeborenen Hahn. Und morgen früh kannst du dann nachschauen, was von ihm noch übrig ist. Ihr spinnst doch alle miteinander, ihr Weiberleid. Und alles bloß wegen so einem blöden Viech vom Gockel. Das traust dich nicht. Na, das wirst du dann schon sehen. Schreist du schon wieder so umeinander? Stell dir vor, Mutter. Sag doch der Depp glatt, er bringt unseren Hieronymus um. Was denn für ein Depp? Ja, ja, der von da drüben, der Bub vom Moosbrucker. Da wundert mich gar nichts mehr. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber die kennen alle miteinander eine Gradmoser-Kreszenz ja nicht. Ich werde meinen Hieronymus nicht kampflos seinem Schicksal überlassen. Gell? Ach, Mutter, ich bin ja so unglücklich. Weil das bloß alles schon vorbei war. Da brauchst du jetzt nicht warnen. Hast du den so gern? Ja, Mutter. Ja, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du so an dem Viecherl hängst. An welchem Viecherl? Ja, am Hieronymus halt. Wer redet denn vom Hieronymus? Du verstehst da schon rein gar nichts, Mutter. Also der Blitz soll mich treffen, wenn ich mich jetzt noch auskenne. Seltsam. Äußerst seltsam. Was ist seltsam? Lebt er noch? Ja, natürlich lebt er noch. Wo denken Sie hin? Ich habe ihn ja schließlich untersucht und nicht gemeuchelt. Ja, ja. Aber eine drückende Schwüle war in diesem Stall. Hätten Sie vielleicht etwas zu trinken für mich, Frau Krautmoser? Ach, selbstverständlich. Froni, Emilie. Was ist jetzt mit dem Hieronymus? Ich kann jetzt nicht, sagst du Steffi. Haben Sie was rausgebracht, Herr Zwicker? Kneifer, Kneifer bitte. Ja, ja Frau Krautmoser, es ist seltsam. Äußerst seltsam. Ja, was ist seltsam? So red's schon. Muss er geschlacht werden? Nein, nein, also das auf keinen Fall. Aber ich muss die Sache erst genauestens wissenschaftlich untersuchen, gegebenenfalls eine weitere Expertenmeinung hinzuziehen. Ja, 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 ziehen Sie, gell? Rosi, Emily! Ich komm jetzt nicht, sagst du, Steffi! Also, jetzt ein Dusch! So! Oh. Da ist die Milli! Herr Kneifer. Vielen Dank, Fräulein Steffi. Bitteschön, Herr Kneifer. Bitteschön.
Was ist denn mit euch zwei passiert? Habt ihr was getrunken? Mitnichten, ich bin Abstinenzler. Das hab ich mir gedacht, dass Sie nicht von da sind. Steffi, geh ins Haus, sonst kriege ich von dem Herrn keinen Satz mehr raus. Aber Mutter, lass mich doch da. Ich sag ja nichts mehr. Leid da und keine Widerrede. Na gut. Oh. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fräulein Steffi. Ja, Sie stehen ja jetzt auch nicht da wie ein Zinnsoldat. Was ist jetzt mit dem Hieronymus? Es tut mir leid, Frau Krautmoser, aber ich möchte keine Prognose stellen, bevor ich die Sache nicht genauestens wissenschaftlich untersucht habe. Mhm. Ich werde noch bleiben. Ja. Ja, morgen ist ja dann auch der Lokaltermin, zu dem der Richter Schnurbein anwesend sein wird. Ich darf mich nun also verabschieden. Ja, ja. Ach, und grüßen Sie doch bitte Ihr Fräulein Tochter von mir. Die Steffi. Ach, Sie können ja auch Telegramm schicken, wenn Sie meinen. Strützig später da. Da möchte ich schon wissen, wer da einen Psychologen braucht. Wo ist es? Das wird ja schon finster. Krautmoserin, jetzt hast du schlau sein. Jetzt wird ein Schlachtplan entwickelt. Weiter sind mit. Eben hat es 10 geschlagen. Bitte, Frau Rauchmeier, Ruhe! Auwe. Was ist denn das für ein Bissgurken? Das ist mein Weib. Oh, Verzeihung. Na ja. Du, Gürgi, jetzt weiß ich aber schon, warum dass du bei der Nacht arbeitest. Na, du, die hat ja einen Grant in sich. Ja, sie ist ja nicht immer so. Ja. Aber wenn ihre heilige Nachtruhe gestört wird, dann wird sie zum Berserker. Aha. Ja. Ja, gut zum Wissen. So, jetzt geh her. Magst du auch einen? Ja, darf man denn das? Ich meine, so im Dienst. Brale, das schärft die Sinne und wärmt das Herz. Aha. Du, und ich mein, bei so einem Weiberleid, da musst du dir recht oft das Herz warmen, ha? Zur Zeit schon. Prost. Aha, Prost. Obacht, Gürgi, Obacht. Du, schon so manches Mal hat ein Weiberleid ein Mannsbild, ein rechtschaffenes Mannsbild in den Alkohol getrieben, gell? Aha. Sprichst du aus Erfahrung? Nein, aus Langeweile. So ein Nacht kann schon ganz schön lang werden. Geht er erst los? Hey, hey, halt! Sauf nicht gleich die ganze Flaschen aus. Lieber, du musst noch viel lernen. Wie man das Herz erwärmt, wie man sich die Zeit vertreibt bei der Nacht, wie man ein Auge auf die schlafenden Leute hat, nicht wahr? Und dabei immer ein guter Nachtwächter ist. Aha. Das ist aber ein Haufen Zeigel auf einmal. Ja, hast du Zeit die ganze Nacht. Ja. Ja. Und wie machst na, du das? Was? Ja, die Zeit vertreiben und trotzdem ein Auge auf die Leute haben. Ach, ganz einfach. Einfach? Das ist allweil gut. Hey, schau, der Nachtwächter, der kennt die Leute im Dorf. Ja, und die Leute kennen ihn. Nicht wahr? Die reden viel, wenn der Tag lang ist. Aber wenn der Tag dann rum ist, dann liegen sie alle in die Bettel und schlafen. Nur ich bin wach und draußen. Und dann überlege ich mir manchmal, was mal so hinter den Fassaden alles passiert. Und dann denke ich mir manchmal eine Geschichte auf zu jedem von denen Schlafenden. Und manchmal schreibe ich mir die Geschichte auf und dann. Ja, schlafst denn du vielleicht? Nein, ich bin ja da. Das ist nämlich das Einzige, was du wirklich nicht darfst. Einschlafen, gell? Und nicht über die Maßen saufen. Auwe. Ja. Na, ob das was für mich ist? Na ja, sonst hast du recht viel Freiheit. Also, merk dir das, was ich dir erzählt hab. Mach ich. Hm, was hab ich denn erzählt? Jetzt weiß ich's nicht mehr. Ja, das hab ich mir gleich gedacht. Also, dann drehen wir noch eine Runde. Ja. Es gibt noch viele andere schöne Fleckerl im Dorf.
Und dann erzähl ich dir die Geschichte nochmal. Was denn? Ja, wenn man sich die Zeit vertreibt bei der Nacht. Ja, freilich. Ja. Du, und außerdem kann man nur beim Postwirt vorbeischauen. Nein. Die Schnapsflaschen ist ja gleich schon wieder leer. Nix da, geh zu. Und das Wichtigste ist, dass du alle Stunde der Sprichwort singst, ja, gell? Hört ihr Leute und lasst euch sagen, eben hat es zehn geschlagen. Ich bin bereit. Jetzt können's kommen. Mörder! Gesagt, dass er nicht mehr da ist, weil er Tag- und Nachtdienst macht. Ja, Schaffner, jetzt muss ich ihm nachlaufen auch noch. Heute ist doch der Lokaltermin und da brauche ich noch Zeugen. Gegen wen? Der fragt doch nicht so dumm. Gegen dein Gockel natürlich. Mein Gott, du hast vielleicht Sorgen. Sorg einmal lieber dafür, dass dein Gürtel wieder weiß, wo er hingehört. Du hast ja so ein Mannsbild überhaupt nicht verdient. Fang doch ihre alten Stadler als Spinner an. Glaubst du das? Hast du dir überhaupt schon mal überlegt, wenn du die Klage verlierst, dass du dann blechen musst? Und zwar nicht zu wenig, hä? Ich werde schon nicht verlieren. Und blechen werde ich auch nicht müssen. Wart's noch ab. Ja. Es gibt immer nur Gerechtigkeit auf der Welt, ja, gell? Wart mal so ab, was passiert, gell? Rosi, Roni, Steffi, kommt's raus, lasst euch anschauen, ob's richtig Ordnung seid. Mutter, das tue ich nicht mit. Ich tue mich doch nicht am helllichten Werktag aufmachen, bloß wegen so einem damischen Lokaltermin. Du gibst da Ruhe und fangst mal ja keine Streitereien, okay? Nicht, dass die Leute sagen, die Grausmuserin hätte ihre Dirndln nicht richtig aufgezogen. Ich mag aber nicht. Ich auch nicht. Und gerade weil der Jackel auch kommt. Was ihr nur habt, mir macht es gar nichts. Im Gegenteil. Da schau her. Unsere kleine Schwester darf sie rausputzen für ihr Mannsbild. Die putzt wohl auch, dass der Kneifer was will von ihr. Der wird halt kneifen. Das wird alles sein. Ihr ärgert euch ja bloß, weil ihr letzte Nacht versetzt worden seid. Was ist los? Wer ist versetzt worden? Es war nämlich so komisch ruhig bei der Nacht. Ich hab richtig gut Schlaf verkennen. Ganz im Gegensatz zu den letzten Nächten. Au, blöde Hähner! Au, Mutter, alle mal gehen's auf mich los. Da hockt euch hier und kein Luxer mehr, gell? Es kommt nämlich gleich ein echter Richter. Schön langsam kriege ich den Hieronymus auch schon so dick, dass ich ihn sonst wo ich wünschen kann. Mutter, da mach ich nicht mit. Ich präsentiere mich doch nicht wie ein geschupfte Hähner. Warum denn nicht? Schließlich geht's doch um unseren Gockel. Rosi, wir gehen. Ihr bleibt da. Ja, hast du denn sowas schon mal gesehen, ha? Ich bleib da, Mutter. Ja. Grüß Gott. Ist das hier das Anwesen der Witwe Krautmoser Crescentia? Ja, die bin ich. Wunibald Schnurbein, vereidigter Richter. Ja. Wen verteidigt er? Vereidigter Richter. Ich habe hier den Tatort, wenn ich das so sagen darf, in Augenschein zu nehmen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber dass Sie sich zu sowas hergeben und einem unschuldigen Viecherl, das keiner Menschenseele was zu Leibe tut, nach einem Garaus machen wollen, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Sie schauen gar nicht so gefühllos aus. Nehmen Sie doch Platz. Aber das ist doch noch gar nicht entschieden, was mit diesem seltsamen Hahn geschieht. Aha. Dazu wurde ja der Lokaltermin anberaumt. Lokal? Im Wirtshaus wird also das Schicksal von meinem Hieronymus ausgeschnapselt. Sauber. Aber nein, der Lokaltermin ist hier in Ihrem Hühnerstall. Und ich bin Abstinenzler. Nur Ausländer.
ist der Herr Kneifer, der Psychologe, schon hier. Na, der hat ja den ganzen Vormittag noch nicht hängen lassen. Übrigens ein ganz ein komischer Vogel, gell? Die ganze Sache ist ja zum Lachen, aber naja, ihr werdet ja wissen, was tut's. Die Mutter, wer du schon wieder redest. Da kommt er ja, der Herr Kneifer. Ja, um Gottes Willen. Sich verletzt? In der Tat, ich hatte da gestern einen ganz unerklärlichen Unfall. Eine etwas delikate Angelegenheit. Herr Kneifer, wo haben Sie sich denn so zugerichtet? Zugerichtet worden, liebe Frau Krautmoser. Zugerichtet worden, sozusagen in Ausübung meines Dienstes. Also ein Dienstunfall? Wie war denn das möglich? Herr Richter, wenn ich erklären darf, ja. Ich wollte mich da gestern so gegen Mitternacht von dem angeblich lauten Kikeriki des Hahnes überzeugen. Weil tagsüber, da lässt das Tierchen ja keinen Laut von sich. Und da, als ich mich leise zum Stallhirsche, um das Fräulein Steffi, ich meine, um niemanden zu wecken, da plötzlich ein Schlag, sodass ich für Sekunden das Bewusstsein verliere und zu Boden gehe. Da legst du ihn nieder. Hab ich einen Psychologen erwischt. Was sagten Sie? Gut. Aber das muss ein Riese von einem Mann gewesen sein bei dem Schlag. Mein Herr Kneifer, das ist ja furchtbar. So eine Verletzung und gerade am Kopf. Muss ich doch so ein Kopfarbeiter sein. Da kann Ihnen ja was bleiben. Fürs ganze Leben. Oh, ja. Schau, Mutter, jetzt muss der arme Herr Kneifer wegen dem blöden Hieronymus so viel leiden. Ja, was muss denn der Nacht zueinander schleichen? Selber schuld. Sind Sie denn überhaupt arbeitstauglich? Selbstverständlich. Insofern ich dazu in der Lage bin, stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Und? Sie haben das Tier doch schon untersucht. Haben Sie schon was festgestellt? In der Tat. In der Tat. Ich bin mir fast sicher, dass ich mir sicher bin. Aha, sehr abschlussreich. Ja, wo ist denn nun das Federvieh? Da hinten im Schupfen. Aber hören werden Sie von meinem Hieronymus keinen Piepser. Der spricht nämlich bei Tag nichts. Das dachte ich mir schon. Deswegen sind wir ja hier. Lächerlich ist die Angelegenheit. Einfach lächerlich. Sag ich auch immer. Aber ihr Psychologen und Richter wollt ja auch von was leben, gell? Also komm. Mein Herr Kneifer. Das ist ja furchtbar. Setzen Sie einer doch. Haben Sie arge Schmerzen? Ach, erträglich. Erträglich. Jetzt, wo ich in Ihre Augen blicke, sind Sie fast vergessen. Das freut mich. Ja, mich auch. Dann freut es mich besonders. Ja, dann freuen wir uns doch gemeinsam. Ja, das machen wir. Fräulein Steffi, ich möchte Ihnen so viel sagen. Herr Kneifer, Sie machen mich ja ganz neugierig. Fräulein Steffi, bitte sagen Sie doch nicht immer Herr Kneifer zu mir. Ich bin ganz einfach der... Herr Kneifer, wo bleiben Sie denn? Jetzt kommen Sie doch bitte zu den Gockel. Ich komme, Herr Richter, ich komme. Auf Wiedersehen, Fräulein Steffi. Und bitte sagen Sie doch nicht immer Herr Kneifer zu mir, sondern Gockel. Da, Eugenius. Ja, gern. Bis später, Eugenius. Bleib's nicht so lang. Mei, ist der lieb. Und so gebildet. Ein Gott von einem Mann. Und wie gut ihm der Kopfverband steht. Da schaut er aus wie ein indischer Maharaja. Frag mich nicht. Oh, meine ganze Uniform schaut nichts mehr gleich. So oben ohne. Ha? Ja, ohne Haum halt. Aber ich bring's ja nicht mehr auf. Du sitzt ja drum wie ein Tüpferl am I. Da schau ich her, da. Aber ich sag dir, was den, wen ich erwisch. Wen? Der, der mich überfallen hat, mich in Ausübung meines Dienstes von hinten zusammenschlagen. Ja. Oh. Wann war denn das? Gestern.
Naja, weißt du, ich hab mir gedacht, ich schau noch einmal nach dem Corpus Delicti. Nicht, dass einer noch bei der Nacht kommt und er vor der Verhandlung noch einen Kragen umdreht. Ja, au. Lass mich raten. Und dann hast du einen Riesenschlag von einem Mordstrumanzbett gekriegt. Stimmt's? Woher weißt du das? Weil nämlich der Herr Kneifer mit dem gleichen Kopfverband rumrennt. Hä? Nur dem steht er besser. Er ist nämlich auch in Ausübung seines Dienstes verletzt worden. Was? Du, irgendwas ist an dieser Geschichte faul. Aber da komme ich schon noch dahinter. Verlass dich drauf, ja? Sehr gefährlich. Solch eine Nachtdienste. Ja. Sag mal, was fällt dem Herrn ein? Reißt der mein Hieronymus einfach auf Federn aus? Der meinen Sie denn, dass der da hinten keine Gefühle hat, ha? Aber Frau Krautmoser, das ist doch das Beweisstück, diese Feder. Was willst du denn da beweisen, ha? Dass mein Hieronymus kein Elefant ist, oder was? Reißt der dem ein Federn aus? Nur zu da hinten, wo es am schönsten sind. Gefühlloser Mensch! Man, da frage ich mich wirklich, wer da am Tisch und oben braucht, Herr Richter. Wo wohnt denn nun die Klägerin? Es muss festgestellt werden, wie weit der Abstand vom Standort des Hannes bis zur Schlafkammer der Klägerin ist. Ja, da drüben, da ist der Moosbrucker in der Schlafkammer. Aha, Kneifer, nehmen Sie den Zollstock und messen Sie nach. Aber genau, wenn ich bitten darf. Messen? Ja, natürlich. Wofür haben Sie denn studiert? Jawohl, Herr Richter. Ja, wie sehen Sie denn aus? Ja, fragen Sie nicht so dumm, genauso wie Sie. Ja, überfallen bin ich worden. Jetzt brauchst du bloß nur sagen, in Ausübung deines Dienstes. Gerade so war's, ja. Ja, ich wollte gestern nach deinem blöden Federvieh schauen, ja. Und dann haut mir einer von hinten ein Drum auf den Schädel, dass ich gleich die Engel absingen hören. Aber der, wie mir zwischen die Finger kommt, muss ein Riesenkerl gewesen sein. Dieser Hahn scheint eine Tragödie auszulösen. Allerdings ist das wohl eher ein Fall für die Gendarmerie und betrifft uns nicht. Soll ich mich jetzt selber verhören, hä? Natürlich. Ja, was ist denn nun? Warum messen Sie denn nicht? Kneifer! Sofort! Sofort! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 8 Meter, Fräulein Steffi. Wie viel sagten Sie? 8. Bis zum Fenster der Klägerin. Nein, bis zum Fräulein Steffi. Was ist denn mit dem los? Ja, was hat denn der? Ja, zum Donnerwetter. Jetzt messen Sie doch endlich bis zum Fenster der Klägerin. Wie lange dauert denn das noch? Sofort, ein Augenblick. Ja. Steffi, du gehst ins Haus, sonst wären wir da heute nicht mehr fertig. Aber Mutter, ich tu doch nichts dafür. Nein, da keine Widerrede. Immer wenn's spannend wird. Oh, ja. 5, 6, 7, 8. Exakt 10 Meter vom Standpunkt des Hahnes bis zum Fenster der Klägerin. Das ist allerdings nicht sehr weit. Ja, außerdem soll das Gepläre, wie sich die Klägerin ausdrückt, dieses Tieres ja unerträglich sein. Tja, wenn ich ihn nur hören könnte. Ja, da müssen Sie schon übernachten. Bei Tag, da hören Sie nichts. Danke, ich verzichte. Ich bin doch nicht geistesgestört, mich wegen so eines dummen Tieres die ganze Nacht... Jetzt hören Sie aber auf, gell? Da verstehe ich für keinen Spaß. Vorsichtig, der Herr Richter ist eine Amtsperson. Ja. Außerdem brauchst du gar nicht zu aufregen, Krautmoserin. Das hat es nämlich noch nie gegeben, dass ein Gockel nachts um 12 Uhr grad. Irgendwas ist an deinem Gockel faul. Herr Richter, ich habe da Feststellungen gemacht, die äußerst aufschlussreich und interessant sind. Eigentlich die einzige Erklärung für das seltsame Verhalten des Tieres. Nun, dann reden Sie. Ich habe trotz meiner schweren Kopfverletzung die ganze Nacht daran gearbeitet. Du kannst doch nicht Tag- und Nachtdienst machen. So. Jetzt geh her, da sind schon alle versammelt. Sind Sie die Klägerin? Ja, ich bin die Klägerin und verlange, dass dieser Mistgockel zum Tode verurteilt wird. Ich verlange, dass dieser Hahn zum Tode verurteilt wird, indem dass der mir seit Jahren meine Nachtruhe raubt. Ja,
Ich steht doch alles da in dem Dings da drin, da in dem Brot, was wir geschrieben haben. Ja. Momente. So, bitteschön, Herr Rat. So. Na, was ist denn? Ja, ich sehe. Sogar die genauen Uhrzeiten der Krähe sind festgehalten. Ja, Herr Gerichtshof, da bin ich sehr akkurat. Da alles, ich sag Ihnen was, wenn dieser Mistkogel nachts um 12 zum Kran anfängt, da gehen die Lichter aus. Da sind ja die Trompeten von Jericho, die sind ja reinstes Himmelsgeläute. Ja, außerdem können das arme Viecher doch weiter, indem das es in seinem ganzen Leben noch kein Hähne, kein Huhn gesehen hat. Ich meine, das ist doch himmelschreiend, oder? Inwiefern? Okay, jetzt fragst du nicht so dumm, Herr Gerichtshof. Aber was ist denn? Ja, ich meine, Sie sind doch auch ein Mannsbald, oder? Ja, da muss man doch mit der Zeit narrisch werden. Ja, also ich kann Ihren Gedankengängen leider nicht ganz folgen. Also, jetzt holst du mal die Luft da und rechne das an Schmarrn zusammen. Mit dir rede überhaupt nicht mehr, du hast mein Eheglück zerstört. Ja, Herr Gerichtshof, ich lasse mich nämlich von meinem Mann scheiden, indem dass er mich mit dieser Person schändlich betrogen hat. Das stimmt ja gar nicht. Eine Tasse Kaffee habe ich getrunken bei der Grabmoserin. Mehr nicht. Ich rindfisch. Ja. Aber Heubert Ozung, Herr Gerichtshof, oder besser gesagt, Heubert Nackert. Und wissen Sie, wie Demi geheißen hat? Da? Ziefern, Kreisliche, hat's zu mir gesagt. Was heißt denn das? Ungeziefer Abscheuliches. Du schaust jetzt, dass du verschwitzt? Ja, gern. Das tut doch hier alles nichts zur Sache. Hier wird der Fall Hieronymus Krautmoser verhandelt. Ich meine natürlich der Hahn der Familie Krautmoser mit Namen Hieronymus. Verhandelt wird doch gar nichts. Kromer, doch pass auf, da werde ich Widerstand leisten. Du hörst das konstant, wenn's das Herr Richter, bitte kommen Sie doch mal mit. Also, ich würde von der Tötung des Tieres absehen. Ja? Und? Ja, sehen Sie doch mal diesen wunderbar schwellenden Kamm an. Haben Sie je bei einem Hahn so einen Kamm gesehen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ja, und dann diese schwungvolle Schwanzfeder, diese Farben. In der Tat. Schillernd in allen Regenbogenfarben. In der Tat. Ich würde sagen, das ist königlich. Wollen Sie mich? Jetzt, geh her doch! Bin schon noch weg! Halt! Also, die Haltung dieses Tieres. Die Haltung dieses Tieres hat in der Tat etwas Majestätisches. Das ist es, Herr Richter, das ist es. Nach Prüfung aller einschlägiger Lektüre bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Hahn in direkter Linie von einem edlen siamesischen Kampfhahn abstammt. Was? Also jetzt spielen wir so alle miteinander. Geh, dass ich nicht lache. Der und ein siamesischer Kampfhahn. Frau Krautmoser, woher haben Sie dieses Tier? Den hat mein Mo, Gott hab ihn selig, einmal von der Markt mitgebracht. Und dann hat er gesagt, Crescentia, pass mir ja gut auf den Hieronymus auf, weil der ist was ganz was Besonderes, hat er gesagt. Und da hat er recht gehabt, das ist ein sehr wertvolles Tierchen. Ja, heißt das nachher, der wird nicht geschlacht? Um Gottes Willen, nein! Können Sie mir dann vielleicht erklären, wieso dieser danische, siamesische Krampfhahn mitten bei der Nacht um 12 Grad? Ja, das kann ich. Das Tierchen wurde sozusagen von seinen Vorfahren auf die asiatische Zeit geeicht. Ja, es kann gut sein, dass sein Vater oder sogar er selbst noch im fernen Siam gekräht haben. Ja, und er hat einfach die Umstellung nicht geschafft. Für ihn ist es, wenn es hier 12 Uhr nachts ist, in Wirklichkeit 6 Uhr früh. Also das verstehe ich jetzt nicht. Heißt das, dass ich jetzt meine Klage verloren hab und das Mistviech weiterblähen darf? Geschlachtet wird er auf keinen Fall. Oh, das darf ja nicht wahr sein, gab's das denn im Haus? Ach Mutter, wie lange dauert's denn noch? Ja, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Du siehst ja, gestern Nacht bin ich auf eurem Grundstück brutal meuchlings niedergeschlagen worden, wie ich zu dir wollte. Wie? Nein, zu eurem Dockel natürlich. Du
Armer. Ja, sag einmal, gehst denn du nicht gleich weg da, ha? Ich hab gemeint, du hast ihn so dick. Nicht immer, Mutter. Nein, nur manchmal. Halb, halb. Magst mich trotzdem nur heiraten? Ha? Wenn du nicht immer meine Uniform nachspritzt, dann schon. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Also normal ist doch, dass das Mannsbild das Mädel fragt, dass er eigentlich eher um ihre Hand anhält, oder nicht? Ja, natürlich. Freilich. Frau Graubmoser, darf ich Sie hiermit in aller Form um die Hand Ihrer Tochter Rosi bitten? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Nicht viel, nur ja. Ein ordentlicher, hoffnungsvoller junger Mann, der weiß, was sich gehört. Aber sagen Sie mal, Herr Kneifer, was geschieht denn jetzt eigentlich mit dem Hahn? Also ich wäre eure nur fürs Schlachten. Und ich fürs Heiraten. Mutter, bitteschön, sag ja. Mutter, Mutter. Darf ich jetzt wieder raus? Ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht. Oh, also ich auch nicht. Okay, Mutter, machen wir einen kalten Umschlag. Vielleicht hilft das. Was lacht ihr so blöd? Ja, was ist denn mit euch los? Habt ihr auch nicht am Schädel gekriegt? Sie haben wohl auch den Hieronymus verteidigt, wie der Herr Jackel und ich. Ja, freilich. Kurz vor zwei viel war's. Und weil ich den Hieronymus nicht gehört hab, wollte ich halt nachschauen. Und dann hat's schon kracht. Und wir. Und der Täter war ein Riesenlackel, stimmt's? Gesehen hab ich nicht. Aber so wird er zugekaut hat schon. Nein, ich glaub's, dass du wärst, dass er gleich ans Rimpfig sei. Gib's ganz nach deinem Vater. Ist aber verkehrt. Mutter! Mutter, der Hannes sagt nicht die ganze Wahrheit. Hm? Zur Froni wollte er. Was? Na, sag einmal, spinnst denn du? Und dem Jackel, dem ist unser Hieronymus auch wurscht. Zur Rosi wollte er. Stimmt's? So, darf man dann fragen, was der Herr Kneifer noch bei der Nacht beim Hieronymus wollte? Zur Steffi wollten's. Stimmt das? In der Tat, in allen Ehren wollte ich fragen, ob ich hoffen darf. Sie dürfen! Nein, Sie dürfen nicht. Sie können mir doch nicht einfach mal Magen wegnehmen. Aber Frau Krautmoser, ich nehme Ihnen Ihre Tochter doch nicht weg. Mutter, lass doch. Dann sind wir endlich los. Ich bitte Sie alle, könnten wir jetzt auf den eigentlichen Grund unseres Hierseins zurückkommen? Ja, Augenblick! Frau Krautmoser, hiermit möchte ich offiziell um die Hand Ihrer Tochter Steffi anhalten. Was ist los? Die gehen wir ja weg für die warme Sinne. Aber was wird jetzt aus dem Buckel? Meinst du mich? Nein! Ich hätte dir eine Meldung zu machen, geliebtes Weib. Was ist jetzt los, geliebtes Weib? Jo, einer hat mir über den Schädel gezogen. Oh nein, das glaube ich nicht. Bei dem passt nämlich der Hut noch. Franzi, was ist los mit dir? Hast du ein bisschen tief ins Glas geschaut? Ja, so ähnlich. Ja. Nein, der muss noch früh lernen. Tut das Ganze hier irgendetwas zur Sache? Es tut, Herr Gerichtsrat, es tut. Weil der Bursche da, der Franz, ist nämlich der Inhalt meiner Meldung. Ach, noch ein nächtlicher Vorfall. Ja, noch nicht, aber es könnte einer werden. Wie ihr wisst, haben doch mein Weib und ich einen Zwist gehabt wegen dem Guckel da drüben. Da ich mein Weibelein aber im Grunde meines Herzens liebe und auch verstehe, werde ich in Zukunft versuchen, ab sofort ihren himmlischen Schlaf persönlich zu überwachen und ihr bei Tag mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Als Pensionär. Ja, und der Franz wird mein Nachfolger als Schlachtwächter. Jawohl. Und das richtige Sprichwort, das kann ich auch schon. Hört ihr, Leute? Nein, jetzt ist doch, jetzt bist du dran. Okay, lassen doch. Ja, ist ja gut. Ausnahmsweise. Ja, also dann wünsche ich allerseits einen ganz einen schönen Tag. Hört ihr, Leute, und lasst euch sagen, eben hat es 11 geschlagen. Heißt es, dass du ab jetzt Tag und Nacht daheim bist? Nein. Erst ab nächste Woche.
Ja, bei der Franz muss noch was lernen. Was ist denn da für eine Versammlung? Habe ich was versagt? Ja, mein Hannes, was haben sie mit dir angestellt? Ja, ja, warum gehst du nicht gleich weg? Soll ich dich reinlassen oder nicht? Jetzt, Mutter, jetzt lass mich aus! Ja, ich sag's gleich, wie es ist. Ich wollte heute Nacht nicht zum Hieronymus, sondern zur Froni. Und wieder einen Frieden schließen. Weil die Streiterei da wegen dem saudummen Bock ja eh nichts bringt. Aber dazu bin ich halt nicht mehr gekommen, weil ich hinterrücks niedergeschlagen worden bin. Ja. Krautmuserin, gib's mir jetzt deine Froni. Was? Also, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ja, es gibt doch nichts Schönes, als wenn sie zwei junge Leute gern haben. Meinetwegen. Aber Anna, jetzt, wo unsere Kinder beieinander sind, schließen wir einen Frieden, ha? Also, schließen wir Frieden. Aber was wäre das dem Gockel? Ja, Frau Krautmoser, ich hätte da eine Idee. Wie wär's, wenn Sie Ihren Hieronymus zu Zuchtzwecken zur Verfügung stellen? Wenn Sie morgen, aber deswegen gerade ja trotzdem. Wir müssen zum Ende kommen, bitte. Krautmoserin, jetzt mach ich dir einen Vorschlag. Pass auf, ich baue dir einen Stall. Nein, nicht dir, sondern der Gockel natürlich. Ganz hinten und mit ganz dick gewinnt, dann hören kein Mensch mehr. Moosbruckerin, bist du einverstanden? Ja, freilich. Mir ist alles recht. Ja, und mir sowieso. Und mir auch, wenn ich nur behalten darf. Wenn's ihr drei mich schon alle auf einmal im Stich lasst, gell? Mutter, sei uns halt nicht böse. Weißt, Mutter, ich hab doch einen Hannes schon lang gern. So, schau, Mutter, wenn ich als Einzige übrig bleiben darf, das war ja doch auch nicht recht, oder? Ja, dann können wir die Sache ja abschließen. Sehr richtig. Und der Gockelkrieg hat ein für alle Mal ein Ende. Ja, bravo! Aber wollt ihr eigentlich gar nicht wissen, wer euch heute Nacht niedergeschlagen hat? Ja, selbstverständlich. Das war ich mit meiner Bratpfanne. Der erste Diensttag.